Okay, wir müssen hin. Ah, ich glaube, hier geht's rein, oder? Wir speichern mal vorher. Der Pfad wurde schon benutzt, wenn auch nicht in letzter Zeit. Ich kann Spuren sehen. Du ist die Skoda? Sehe ich denn hier auch Spuren? Zehn Behälter. Nitratinfusor und anorganische Schmiermittel. Nehmen wir mit. Ach, ich muss wieder suchen hier. Irgendwas ist da hinten. Dahin. Was denn? Reliktkonsole Interfacing. Ich hab's. Was bist denn du? Scheide. Okay. Wo ist hier der Haken dran? Da muss ich hin. Ich muss da hochjumpen oder was? Schön nicht willig, so bescheiß ich dir. Okay, dann wollen wir mal. Na, los geht's. Aber Anstieg. Also so ganz einladend sieht es hier aber nicht aus. Wow. Ein Behälter. Anorganische Schmiermittel. Noch ein Gravitationsschacht. Hier geht's wohl nach oben. Was sind die anderen?
Veredelte Fasern. Da sind sie. Okay, wir müssen noch höher. Geht das hier einfach weiter hoch? Na, da geht's wieder runter. Also wieder hoch. Mann, 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 jetzt hat ein Auf und Nieder hier. Okay, also hier geht nichts nach oben. Tür. Ich war noch nie hier oben. Ich habe zwar von den weisen Mitra was gehört, mich aber nie sonderlich für sie interessiert. Warum nicht? Ist eine Geschichte nicht wertlos, wenn sie nicht erzählt wird? Wenn das Wissen über unsere Vergangenheit geheim gehalten wird, könnte es genauso gut nicht existieren. Müssen irgendwie da hoch. Okay, wir sind jetzt auf der Ebene. Den Gipfel mit Ravas erreichen. Nachdem sie Kirandals Team aus dem Relikt Stasefeld gerettet haben, hat sie erwähnt, dass Havari verfällt. Obwohl Haval wie ein blühender Planet wirkt, ist nicht alles so, wie es scheint. Wir sind hier und wir müssen irgendwie hier rum. Müssen wir doch da hinten rum. Bilger. Einmal mit roher Gewalt. Klarer Helm, wo nimm alles. Was haben wir denn hier?
glaube, da sollte ich nicht runterfallen. Wie komme ich denn da rüber, verdammt? Eine gute Frage. Sind jetzt hier. Also es war schon mal grenzverkehrt. Ja, zumindest kommen wir da wieder hoch. Hey. So, genau, schau mal genau da drauf zu. Hier hoch und dann mal rechts rumlaufen. Ah, speichern, glaube ich, ist eine gute Idee. Da kommen wir schon mal nicht hoch. Glaub, da kommen wir ohne hoch. Ah. Sieh mal einer an, was haben wir denn hier gefunden? Au. Wieso hat das zu lange gedauert, Cora? Nehmen wir mit. Noch ein Behälter. Veredelte Fasern. Überreste, Sprossensaatampulle, einmal Reliktkonsole bitte. Über uns. Was? Wow. Mal hier irgendwas? Den Behälter, sieh mal einen an. Reliktpolymer und Beobachterlinse. Ach, hier hinten wären wir so hochgekommen.
arbeiten und Stückchen für Stückchen vor. Hoffe ich. Hier ist nichts mehr, ne. Noch ein Kistchen. Instand gesetzte Komponenten. Danke, Char. War ein Glückstreffer. Aha, hier dürfen wir wechseln. Hier geht's weit runter. Und noch eine Konsole. Wir sind auf der Ebene, wo wir hin müssen. Da ist eine Kiste. Sehen Sie sich da. Angarischer Meditationskristall und Uranemap. Coole Aussicht. Jetzt einmal Steuerung drücken und dann glaubst du immer kaputt. Boah, der Planet sieht ja mal geil aus. Eins, zwei. Und irgendwo da drüben sollte eigentlich Nummer drei sein. So, irgendwie da. Irgendwie ist der weg. Gehen wir mal weiter. Ui, wie sollte es anders sein? Noch ein Gravitationsschacht. Sonst gibt es hier nichts, also weiter geht's. Ab nach oben. Sie haben unser Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Ja, das ist ganz einfach. Ja, wir stellen uns erstmal vor, wir sind der höfliche Pathfinder. Ich bin Ryder, Pathfinder der Andromeda-Initiative aus einer Galaxie namens Milchstraße. Das erklärt nicht, wie oder warum Sie fähig waren, die Relikttüren zu bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Havarl verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Mit Ryders Hilfe könnte Havarl, unsere Geburtsstätte, geheilt werden. Sollten wir nicht alles dafür tun? Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havals unvermeidlichen Untergang akzeptiert.
Sie dürfen nicht aufgeben? Das verstehe ich nicht. Das ist allerdings richtig, ich verstehe es nicht. Weil der Überlebenswille ist ja eigentlich immer da. Den Urinstinkt. Ja, wir bleiben bei. Das verstehe ich nicht. Die Erinnerungen wurden nicht wiedererlangt. Könnten Sie mir das genauer erklären? Unter den richtigen Umständen kann man sich bisweilen an ein früheres Leben erinnern. Was meinen Sie damit? Wir glauben an Reinkarnation, an einen ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Sorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Sorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Ich kann das nicht glauben. Wir können eine Seele dazu bringen. Naja gut, was wir glauben oder nicht, das spielt ja hier gar keine Rolle, weil sie glauben es. Von daher. Sie sagen also, es gibt eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Sorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Sorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havar zurückgekehrt ist. Ein Rokar? Das dürfte schwierig werden. Deshalb sind Sie ja hier, Jarl. Es wird den Rokar nicht gefallen, dass ich Ihnen helfe. Mag sein, dass das hier eine Sackgasse ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havar als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Eieieiei, wieso immer wir? Sie haben Fragen? Ja. Weil im Aushorchen bin ich Spezialist. Das Erbstück? Sie hatten ein Erbstück erwähnt. Ein Objekt, von dem Sie denken, es könnte Sorais Erinnerungen zurückholen. Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Manchmal können Erinnerungen an die Vergangenheit durch ein Objekt geweckt werden, das der Familie wichtig ist. Wir wissen nicht, wie oder warum dies geschieht. Und es ist auch nur in einigen wenigen Fällen gelungen. Aber das Erbstück war jedes Mal antike angaranische Technologie aus der Zeit vor der Geißel. Ah ja. Erzählen Sie mir mehr über Sorai. Die Chroniken beschreiben ihn als Gelehrten und Soldaten. Er ist zu den Sternen gereist und mit Wissen von weit entfernten Orten zurückgekehrt. Es gibt sogar Berichte, er hätte etwas über die Reliktschöpfer und ihre Maschinen gewusst. Und was ist mit dem dritten Monolithen? Unsere Legenden besagen, Sorai hätte die Monolithe aufgesucht, nachdem die Geißel erschienen ist. Er starb, und es ist unklar, ob ihm das, was er zu erreichen versuchte, gelungen ist. Okay. Reinkarnation? Erzählen Sie mir mehr über Ihren Glauben an Reinkarnation. Die Seele entwickelt sich im Laufe vieler Leben weiter. Indem sie die Welt mit unterschiedlichen Augen betrachtet,
erlangt sie Weisheit. Wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man sich nicht erinnert? Die Entwicklung der Seele ist etwas anderes als die Entwicklung des Verstandes. Sie benötigt dafür keine Erinnerungen. Einige sind sogar der Meinung, alte Erinnerungen wären eine unwillkommene Ablenkung. Eine Person könnte sich dadurch so sehr auf das Vergangene fixieren, dass ihre Seele stagniert. Ah ja. Mitrava und ihre Abgeschiedenheit. Ja, ich würde gerne mehr über den Ort hier erfahren. Wieso leben sie hier in Abgeschiedenheit? Das Chaos, das die Geißel mit sich brachte, hat unser Volk zersplittert und hätte beinahe unsere gesamte Zivilisation vernichtet. Angst machte sich breit. Falsche Ansichten über unsere Misere wurden gesät und begannen, das Denken der Angara zu beeinflussen. Da sie die Wahrheit beschützen und erhalten wollten, verließen vier Familien die Gemeinschaft, um hierher zu kommen. Und wir sind geblieben. Ah ja. Na gut. Ich gehe dann mal. Danke. Schauen wir mal weiter. Für die Unterhaltung. Gerne. Will diese Viecher da oben immer noch gerne als Haustiere haben? So, was gibt's denn hier sonst noch? Was jetzt? Worüber hat sich der erste Weise mit dem Alien unterhalten? Ich denke, der erste Weise hätte sich überhaupt nicht mit ihm unterhalten sollen. Findest du? Bin ich anderer Ansicht. Ein Behälter. Feuchtigkeitsfilter. Na, wieso nicht? Kleinvieh macht auch Mist. Ah ja. Keine relevanten Daten. So. Angaranischer integrierter Tech-Knoten. Daten, Kernsystemknoten, Interlink-Erweiterung anwendbar. Eierkoordination verfügbar. Analyse. Die angaranische Technologie ist in einigen zentralen Bereichen wie Design, Effizienz oder Materialnutzung klar überlegen. Dank koordinierten Forschungsbemühungen zwischen Initiative und Angara sind diese komplizierten Knoten von beträchtlichem Wert. Dann kriegen wir hier noch eine Quest. Der Tod naht. Und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Verzeihen Sie die Störung, aber was ist passiert? Und wer ist Amara? Amurd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amurd, vielleicht kann dieser Fremde helfen. Wenn er in Palais war, hat er möglicherweise etwas gesehen. Ja, wir waren in Palais. Ich komme tatsächlich aus Palais. Die kleine Forschungsstation. Forschungsstation? Früher war das eine große Siedlung. Andar. Amara ist dorthin gezogen, als sie Mitrava verließ. Palais wurde vom Dschungel übernommen, weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Alle Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Paula, das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude, falls es noch steht. Und die Maschinen noch funktionieren. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will sie nicht drängen, Fremder, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen. Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Dazu sind wir doch da. Zu dem Ort begeben, den Esmus erwähnt hat, eine Inschrift. Jevro, der Gründer. Übersetzt aus dem Schillisch. Nachdem die Geißel unsere Zivilisation zerstört hatte, herrschten Chaos und Furcht. Wir verloren unser wahres Ich aus dem Auge. Jevro hat uns von diesem Einfluss fortgeführt, damit wir uns wieder klar an die Vergangenheit erinnern konnten. Klare Herzen wissen,
wer wir einst waren und klare Augen sehen, wer wir jetzt sind. Mineralienlager. Magnesium, Silizium, Titan. Nehmen wir mit. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Oh, okay. Der Nomad kann hier nicht gerufen werden. Selav, der sich erinnert. Übersetzt aus dem Chilesisch. Geschichte ist Atem. Sie bewegt sich in uns. Sie gibt uns Leben. Wie der Atem kann sie nicht in einem Glas gefangen werden. Selav hat entschieden, dass wir einmal alle 50 Zyklen unserer Sonne mit den Archivisten in Aya in Kontakt treten, um unser Wissen um unser Volk zu erneuern. So erinnern wir uns. Wer bist denn du? Jarvai. Hey. Oh, gut. Ich wollte ohnehin mit Ihnen reden. Wie können Sie die Relikte benutzen? Ich hätte ihn nicht anlabern sollen. Eine KI. Gutes Glück. Also das wäre gelogen. Und ich stehe nicht so auf Lügen. Also nehmen wir eine KI. Mit einer künstlichen Intelligenz, die bei der Analyse und Übersetzung hilft. Das ist der Trick. Darauf wäre ich nie gekommen. Angara, die in der Nähe von Relikttechnologie leben, haben manchmal, wie man bestimmte Tech benutzen kann. Dazu ist intensive Konzentration erforderlich. Und selbst wenn es funktioniert, verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Okay, Angara und Relikte. Einige von Ihnen können also Relikt-Tech benutzen, aber Sie wissen nicht, wie es funktioniert? Nicht jede Relikt-Tech, nein. Wie gesagt, nur bestimmte Teile. Nehmen Sie zum Beispiel Mitrava. Einige von uns können das Sicherheitssystem steuern, das die Zuflucht beschützt. Dieses Wissen wird seit Generationen weitergegeben. Ich selbst habe ein Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man eine einfache Tür öffnet. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man die Frucht eines Baumes essen kann, und dem, warum sie überhaupt wächst. Ah ja. Ich sollte jetzt gehen. Wie Sie meinen. Die Schöpfer der Relikte haben eine Schale unterrichtet. Sei kein Narr. Niemand hat hier einen Schöpfer gesehen oder spricht deren Sprache. Michal hat aus dem gelernt, was sie zurückgelassen haben. Wer ist Michal? Mitrava Datenmodul. Wir lesen mal wieder von unten nach oben. Aktualisierung der Genealogie. Übersetzt aus dem Chilesisch. Unsere Kontakte auf Aya und Vold haben uns noch mehr Informationen über die erweiterten Familien und Nachkommen einiger unserer verehrten historischen Persönlichkeiten zukommen lassen, unter ihnen Ijav, Bejal und Sorai. Ich suche deshalb nach Freiwilligen, die die Daten auswerten, um die Möglichkeit der Seelenübertragung zu überprüfen. Melden Sie sich bitte möglichst zeitnah bei mir. Erster Weißer Esmus. Referat von Jaskar. Übersetzt aus dem Chilesisch. Wie Sie alle wissen, hat der Weise Jaskar vor einem Jahr eine Pilgerreise nach Aya unternommen, um den dortigen Speicher um Kopien der neuesten archäologischen Theorien und Funde zu bitten. Er und seine Assistenten hatten sich seitdem zurückgezogen, um das Material zu analysieren. Und sind erst jetzt damit fertig geworden. Sie haben diejenigen Informationen, die mit Mitravas Kanon übereinstimmen, unseren Chroniken hinzugefügt. Alles andere wurde selbstverständlich an die Archive weitergegeben, wo es für jedermann einsehbar ist.
Der weise Jaskar wird Ende der Woche über die von ihm zusammengetragenen Informationen referieren. Bevor Sie dem Forum beiwohnen, sollten Sie sich mit den Geschichten der Trennung vertraut machen. Das Treffen wird in den unteren Archiven stattfinden. Wichtiger Hinweis: Übersetzt aus dem Jelisch. An diesem Nachrichtenterminal kommt es in letzter Zeit zu gelegentlichen Speicherproblemen. Jawei wird sich in Kürze darum kümmern. Versuchen Sie, das System bis dahin nicht allzu sehr zu beanspruchen. Erster weißer Jesmus. Nein. Esmus lässt sie ohne Aufsicht herumgehen? Sie stören den Unterricht. Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Glaubt, der drückt nicht gern die Schulbank. Der Junge braucht eine Pause. Entschuldigung. Jetzt sind wir höflich. Verzeihung, es war nicht meine Absicht, Sie zu stören. Und dennoch sind Sie hier. Also, das Antriebssystem, das Beschal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch vier Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Artefakte? Wo sind diese Artefakte, von denen Sie gesprochen haben? Die wenigen, die noch existieren, befinden sich im Speicher von Aya. Viele sind allerdings verloren gegangen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass lang vergrabene Dinge zum Vorschein kommen, je wilder die Wildnis wird. Es ist bestimmt klug, alles zu untersuchen, was wir finden. Vielleicht verschafft uns irgendwas da draußen einen Vorteil gegenüber dem Cat. Ja, das ist ein guter Einwand, Charles. Fortschritt der Angara? Glauben Sie, dass die Angara entscheidende wissenschaftliche Ideen von den Relikten gelernt haben? Ich glaube das nicht nur. Das ist eine verbürgte Tatsache. Einige Artefakte wurden sogar im unfertigen Zustand zurückgelassen. Wahrscheinlich, um zu zeigen, wie man sie zusammensetzt. Oder es kam was anderes dazwischen. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Unterricht. Wurde auch Zeit. Aufgabe zum Vorschein gekommen. Reliktgeräte, bla bla bla. Braver Weiser. Ah, okay, dann halt nett. Hier gibt es nichts. Gravitationsschacht. Da sind wir hochgekommen, ne? Erinnerungsauslöser. Sam. Noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Wie immer noch nur zwei, Herr Eine. Angaranische Skulptur. Daten: 90% unbekannter einheimischer Stein, 10% Eisen. Alter: ca. 300 Jahre. Analyse: Feine Werkzeugspuren auf der Oberfläche dieser Skulptur deuten darauf hin, dass sie gemeißelt wurde, nicht modelliert. Ah, da war jemand künstlerisch sehr fleißig. Ich bete, dass Sie etwas über Amara finden. Ach, er war es wieder. Krankheit? Parla hat gesagt, Sie sind krank. Ja, es ist unheilbar. Und tritt bei der Bevölkerung von Mitrava häufig auf. Wir verlieren die Fähigkeit, das Sonnenlicht effektiv zu absorbieren. Die Angara brauchen das Sonnenlicht für ihre Bioenergie. Haben wir es nicht, werden wir schwächer. Am Ende kann mein Körper meine Gehirnfunktion nicht mehr aufrechterhalten. Ich falle ins Koma und sterbe. Ja, das hört sich aber nicht so gut an.
Erzählen Sie mir mehr über Ihre Schwester Amara. Wir wurden hier geboren. Aber als Erwachsene war sie mit den Prinzipien von Mitrava nicht einverstanden. Sie war gegen unsere Abgeschiedenheit. Als sie die anderen nicht auf ihre Seite ziehen konnte, ging sie fort und schloss sich der angaranischen Gesellschaft an. Das war vor über 30 Jahren. Wir hatten noch andere Geschwister, aber Amara und ich waren etwas Besonderes. Wir waren Wasanari, seelenverwandt. Ich habe einen Zwilling. Das ist nicht genau dasselbe, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Familie. Aber noch näher. Vielleicht verstehen Sie es ein wenig. Ich lasse Sie jetzt allein. Hoffentlich finden Sie etwas über Amara heraus. Ich wäre Ihnen so dankbar. Ja, wenn wir Zeit haben. So, dann dürften wir jetzt einmal rum sein. Zu dem Ort gehen, den Essenmus erwähnt hat. Reliktschlund. Wir speichern erstmal. Back, wir müssen ja hier rein. Tschüss. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Muss ich den ganzen Schlotz wieder zurücklaufen, oder was? Ups. Wow. Das war knapp. Ah, hier geht's runter. Okay, wie komme ich jetzt hier rüber? Wo sagten die? Ich muss da wieder rum. Okay. Das ist nix. Oh, aber gerade halt. Noch ein Behälter übersehen. Weiter geht's. Ja, hier gibt es nichts. Den haben wir wohl auch schon. Hier sind wir wieder. Und abwärts.
gibt's hier aber nichts, oder? Wie sieht denn das hier aus? Nope, hier scheint es nichts zu geben. So, dann werden wir mal den Ort aufsuchen. Und weiter abwärts. Also, stimmt, erstmal hier rüber. Weiß wir gleich, ob's gehen. Ich versuch mal was. Geht. Drum, drum. So. Ich sehe gerade zu viel. Hier ist eine Mauer. Ah, ich glaube, hier geht's hoch, oder? Jetzt mal nicht hin. Was? Ausgegrabenes Reliktgerät. 3% Kohlenstoff, 10% Silizium, 87% unbekannt. Kristalline Struktur. Analyse. Dieser mit Erde bedeckte Reliktgegenstand scheint früher Teil eines größeren Objekts gewesen zu sein. Nehmen wir mit. So muss das auch für die alten Angara gewesen sein, als sie in der Wildnis merkwürdige Dinge gefunden haben. Möglicherweise entdecken wir durch ihren Fund etwas Neues. Wir sollten ihn zur weiteren Analyse mitnehmen. Wie doch gerade, Sam. Hier ist der Abgrund der Schöpfer.